Das USK-Treffen wird unterstützt von Uhren Juwelen Holzinger, Novika Handels GmbH, IPZ und Reifenbruck Müller. Auf hochglanzpolierte Army-Schlitten mit PS-starken Motoren rollten kürzlich wieder einmal durch Christkirchen. Zahlreiche Fans der amerikanischen Autokultur kommen jährlich zum USK-Treffen auf das attraktive Gelände neben dem Sportplatz. Eine Mischung von Ferienstimmung, Abenteuer und Freiheitsgefühl prägte auch heuer wieder dieses Geschehen. Also es ist jetzt das fünfte Mal in Christkirchen das USK-Treffen. Es kommt wirklich jährlich was Neues dazu. Heuer haben wir einen Hubschrauber für Rundflüge. Dann ist ein sogenannter Traktorpuller da, der steht da hinten mit 2000 PS. Airbrusher, Tätowierer, wunderschöne Autos aufgrund des guten Wetters und jede Menge Besucher. Die Szene ist von jung bis alt. Die Jungen haben vielleicht ein bisschen einen anderen Geschmack wie die Älteren. Die Älteren haben eben mehr die älteren Baujahre, ich sage jetzt Cadillacs und alte Chevrolets. Die Jungen eher mehr auf Jeep, Pontiacs, Camaros, Corvettes. Ja. Und das ist so eine Gemeinschaft, die halten so zusammen. Es sind auch, ich sage immer, das sind genau die Leute, wenn einer auf der Autobahn einen Defekt hat, die bleiben stehen und helfen. Sogar aus dem Ausland kamen die Liebhaber von Chevy, Chrysler, Pontiac und Co. Nur allzu gern präsentieren die Besitzer amerikanischer Autos ihre besten Stücke dem bewundernden Publikum und genießen das Zusammensein unter Gleichgesinnten. Wir sind alle sehr verschieden. Aber wir haben das gleiche Hobby und wir lieben halt die alten Amerikaner und auch die Neuen. Weil ein V8 blubbern ist was Einzigartiges. Ja, auf alle Fälle, dass die Leute alle dasselbe Hobby haben. Ganz egal, ob sie jetzt alte amerikanische Autos fahren oder neuere Modelle. Jeder ist halt einfach ein Fan von amerikanischen Autos und von geselligen Zusammensein. Und das ist einfach das, was die Leute dort zusammenzieht. Ich darf einmal sagen, die Gemütlichkeit. Man redet halt über die Treffen, über die Arme hauptsächlich. Auf die Nacht gemütlich beieinander sein, ein wenig was trinken, das gehört dazu. Was ist denn das Faszinierende am USK-Treffen in Christkirchen? Erstens mal der Platz, die örtlichen Gegebenheiten. Ich fahre das wenig so her, weil es eben dafür prädestiniert ist, das Ganze. Dann die Umgebung her, landschaftsmäßig, das Ambiente, die Lokalitäten, was sie haben. Und natürlich das Flair von den US-Autos. US-Cars schlucken literweise Benzin, sind nicht gerade günstig in Anschaffung und Erhaltung, auch nicht gerade sehr wendig, doch sie haben was unter der Haube und machen optisch eine Menge her. Hier wäre das interessanteste Fahrzeug, das heute hier ist, ein ganz, ganz seltener Cadillac Eldorado Baujahr 56. Er hat einen 8-Zylinder-Motor, 285 PS in diesem Jahr. Er hat die ersten langen Heckflossen, die Cadillac gebaut hat, die waren sehr typisch für Cadillac. Und er ist natürlich mit Luxus und Chrom überladen und hatte alles, was man damals anbieten konnte, einschließlich bereits einer automatischen Scheinwerferabblendung. Wen einmal die Leidenschaft zu einem dieser ungewöhnlichen Fahrzeuge gepackt hat, den lässt sie so schnell nicht wieder los. Inmitten von glänzendem Chrom, Country-Music, Duftschwaden aus dem Festzelt und zuweilen aufheulenden Automotoren fühlt man sich als Fan dieser Fahrzeuge so richtig wohl. Das Faszinierende am USK-Treffen ist einmal die Vielfalt der Autos, die da sind. Und vor allem auch von den Baujahren her. Es sind da von 1950 bis zur Jetztzeit alles vertreten. Und das Optimale ist natürlich auch, dass diese Autos alle unsere Produkte brauchen, damit sie gut laufen. Das Interessante ist, dass da überhaupt kein Neid gibt oder was, sondern eigentlich nur gegenseitiges Verständnis. Man kommt her, man wird sofort auf einen Kaffee eingeladen oder sagt, sitz dir ein oder willst du mal fahren. Das ist eigentlich einzigartig für mich. Für jene, die gern selber am eigenen Auto basteln und ganz bestimmte Ersatzteile oder auch verschiedenstes Zubehör suchen, sind diese USK-Treffen ideal zum Kontakte knüpfen. Aber auch das staunende Publikum hatte große Freude beim Anblick und Einblick in den Motorraum der zahlreichen und bunten Army-Schlitten.
Das USK-Treffen wird unterstützt von Uhrenjuwelen Holzinger, Novica Handels GmbH, IPZ und Reifenbruck Müller.